Damit kann man sogar ganz gut kochen. Seltsamerweise war ich gar nicht beduselt. So, wie geht's, Sophia? Hast du hier schon mal noch deine Spezies gefragt, die du vielleicht mitgebracht hast? Hast du Leute mitgebracht, Freunde? Ich weiß nicht, ob wer da ist. Ja? Hallo? Aber absolut, sind das irgendwelche Schulkameraden? Eigentlich habe ich das keinem direkt weiter so gesagt. Hast dich nicht getraut? Nee, doch getraut schon, aber ich meine, der Überraschungseffekt finde ich immer ist ganz gut. Okay, gut, dann hoffen wir auch, dass sich das bei den Herren zu Buche schlägt. Ich möchte noch mal kurz auf die andere Seite gehen, wo wir ja auch noch zwei Damen haben, die weitergekommen sind. Mit der Stadt. Für unsere weibliche Lokalmatadorin aus Binz, Sophia, es bricht mir das Herz, ihr keines geben zu können, sondern leider nur eine Rose. Die Jury hat entschieden. Gut. Geht es um das heiße Strandoutfit. Sophia hat natürlich einen gewissen Heimvorteil. Vielleicht kennt sie auch der eine oder andere hier im Publikum. Vor Ort, wie ich merke, ja. Da gibt es sogar ein paar Hände winken. Sei so lieb, stell dich doch mal ein bisschen ausführlicher vor für all die anderen, die dich noch nicht kennen. Ja, hallo, mein Name ist Sophia. Wie Arabella schon gesagt hat, ich komme hier aus Binz. Bin 16 Jahre alt und gehe an die Schule hier, ans Gymnasium und fühle mich hier doch recht wohl in Binz. Und vor allen Dingen freue ich mich, hier zu sein, bei dir. Wir freuen uns auf jeden Fall auf deinen durchtrainierten, sportlichen Körper in der zweiten Runde, wo wir dich im Bikini sehen werden. Danke, Sophia, für den ersten Auftritt. Mit Start Nummer 2 kommt Katrin Reimann aus Dessau zu uns.